Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Nerdner TV und dem 43. Teil mittlerweile des Let's Plays zu The Last of Us. Und wir sind zusammen mit Sam gefangen, beziehungsweise von Henry und Joel und Ellie getrennt worden. Und ja, Mach schon. haben hier so etwas wie eine kleine Kolonie gefunden oder eine einstige Kolonie, die jemand namens Ish wohl ins Leben gerufen hat. Hat wohl ein paar Überlebende auch gefunden, unter anderem mit Kindern, und die haben sich hier echt was Schönes aufgebaut, was es umso trauriger macht, dass Na die jetzt bitte. eben nicht mehr da sind. Gut gemacht. Ja, sehr gut gemacht sogar. Ein dickes Lob von mir. Sam, mit dir kann man arbeiten. Na los. Ah. Ja, sollen wir einfach hier runter? Ja, ich glaube schon. Oh. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Ja. Oh. Ellie, geh weg von der Tür. Willst du zusammen versuchen? Ah. Sam! Er ist durchgekrochen! Was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Ah, sehr gut, guter Mann! Okay, los! Alle nach oben! Na los! Ja, ich wollte nur mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Okay, ich folge einfach mal. Moment, waren wir nicht zu viert? Ah, sehr gut. Ich schau mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Ah. Ja. Voll okay. So, haben wir jetzt alles hier gefunden? Mach schnell! Hey, na los, du bleibst nicht hier drin. Ja, ihr kümmert euch um den Fluchtweg, ich suche hier alles ab. Komm schon, los! Nein, Henry, ich werde dich auf gar keinen Fall hier lassen. Achtung! So, bitteschön. Ah, loslassen, loslassen, loslassen. So, sehr gut. Ja, das mit dem Messermeister, das hat sich echt schon ausgezahlt. Ey, hallo? Ja. So, bitte schön. Hui. Das war knapp. Das war knapp. Frische Luft. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der super. Anderen Seite. Infected inside, do not open. Wow. Wir sind nah. Komm, na los. So nah und doch so fern. Puh. Junge, Junge, Junge. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Knapp ist gar kein Ausdruck. Ah, vorerst. So, ich guck mal eben, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Wäre ja ganz schön, ne? Nein. Leider nicht. Aber immerhin ein paar Werkzeugteile im Truck. Das langt mir ja schon.
So, gucken wir nochmal hier, ob hier ein Blumentöpfchen steht. Mit ein paar Kräutern. Nein. So, Ellie, ich komme. Jetzt können wir uns auch ein bisschen unterhalten. Meine Güte, das war echt eine. Tja, was hab ich gesagt? Mal sehen, wie wir hinkommen. Der Funkturm. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Gut gemacht. Ich bin stolz. Ja. Ja, ich bin stolz. Auf jeden Fall. Auch wenn es Joel nicht ausdrücken kann. Ich kann sagen, ich bin stolz auf dich, Ellie. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Oh. Was ist das denn? Ah, okay. Ja, ich glaube, das kann jetzt hier wieder ein bisschen dauern mit dem Durchsuchen. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marlene, wollte, dass ich mich zum Kreis bringt. Scheint doch gut zu verstehen. Ja, und jetzt kommandiere ich mich. Tja, die Ellie. Ja. Das machst du wohl. So, gucken wir uns mal an, was im Keller ist. Ne? Welche Leichen hier vergraben sind. Aha. Naja, das sieht ja alles ganz ordentlich hier aus. Wie war es hier ohne Infizierte? Tja. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Da mag sich keiner mehr dran erinnern. So, dann können wir dann doch eigentlich mal hier uns ein bisschen verbinden, oder? So. Jawohl. Lohnt sich das nämlich jetzt wenigstens auch wieder ein paar Rohstoffe mitzunehmen. Alright. Soweit, so gut. Gucken wir uns jetzt nochmal hier oben um. So, wenn wir die obere Etage haben, dann haben wir schon mal ein Haus wenigstens komplett durchsucht. Aber schon traurig, keine Spur vom Isch. Keiner überlebt. Oh, was haben wir denn hier? Plündernotiz, na super. Hört sich nicht gut an. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern des Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher. Und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ach, hier hat er sie also gefunden. Okay. Das war keine gute Idee, oder? Da geht. Wer weiß, was hier passiert wäre. Also ich meine, ist ja nicht gesagt, dass die hier länger ausgehalten hätten. Ach, trotzdem. Er hat's ja nur gut gemeint. Oh. Gewehrmunition und ich kann sie nicht mitnehmen. Ah, das kann ich doch eigentlich nicht zulassen, oder? So. Ich glaube, das war diese hier. Ja, ne. Ah, ist voll. Schade, schade. Okay. So. Dann gehen wir mal weiter. Oh, was ist das denn? Aha. Hey, ein Hund.
Sind Hunde eigentlich auch infizierbar? I'm armed, no trespassing. I have a gun, you loot, I shoot. Sehr kreativ hier. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Ja, ich glaube, so weit, so gut hier. Ah, okay, da hinten. Ich sehe schon, ich sehe schon. Okay, schauen wir uns das hier nochmal an. Weil mittlerweile glaube ich ja nicht, dass hier wirklich noch irgendein Bewaffneter rumhängt. Jesus. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Ja. Nee, ich weiß kaum noch, was gestern war. Verständlich. So, ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam uns hier in die Richtung begeben. Dem Hundebellen nach. So, alle da? Alle da. War da irgendwas? Dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Sie sind wild. Ach komm. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Eiswagen. Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joan? Ja, wirklich, ein Eiswagen. Das stimmt, der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Hm, ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Ja, es tut mir leid, ich würde euch ja auch gerne hier das mal von innen zeigen, aber das möchte das Spiel ja nicht, dass wir uns hier mit Eisessen aufhalten. Eine Werkbank. Freude, Freude. Ja, gehe ich einfach mal dran, oder? Dann mal los. Richtig, dann werkeln wir mal. So, was gibt's denn hier? Shorty, genau. Magazinkapazität, absolut wichtig. So. Nachladetempo sollten wir auch ein bisschen hier. Streuung, erhöht die Streuung der Waffe beim Abfeuern. Kann auch nicht schaden. Was haben wir denn noch hier? Der Bogen. Zielgeschwindigkeit. Zielgeschwindigkeit. Aha, aha. Machen wir auch mal. Das ist auch nicht schlecht. Wir werden noch ein Bogenmeister. So, Schrotflinte. Schussfolge, Magazinkapazität. Vergrößert die Reichweite. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Wir haben aber fleißig gesammelt, muss ich ja sagen. Ja, Magazinkapazität erhöhen wir auch nochmal von der Schrotflinte. Und hier machen wir einfach mal die Schussfolge. So, das reicht. Oder? Oder? Na. Was ist das denn? Panzerbrechen. Ah! Gut, jetzt haben wir das Jagdgewehr, ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine panzerbrechende Waffe. Ah. Na, das hält. Ja, würde ich auch sagen. So, habe ich die auch ausgerüstet? Die habe ich ausgerüstet. Ja, wer weiß, wofür es gut sein wird. Okay, schauen wir uns nochmal hier drinnen um. Oh, ich sehe schon was Schönes. So, her damit. Ist auch ein bisschen schon
deprimierend, die Musik, ne? Dieses sanfte. Ja, wie nennt man das? Ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen bedrückend. So, gucken, ob hier oben noch jemand ist. Aber ich habe die Hoffnung wirklich schon aufgegeben, jemanden zu finden. Oh, hupala. Super. Bisschen Munition. Also ich fühle mich wirklich extrem gut ausgerüstet. Oh, wieder ein Zettel. Mal gucken, was schreiben die denn? Vaters Notiz. Aha. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemandem außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Was erzählt ihr da unten? Was war das denn? Aha, aha, ein Bild. Eine Kommode, aber auch nichts zu holen hier. Okay. So, Badezimmer nochmal abchecken. Ah, klein, aber fein. Und nichts drin. So. Tja, würde ich sagen, das war's dann auch hier. Oder gibt's hier noch irgendwas? Nein. Hier auch nicht. Nee. Okay. Alles klar, dann geht's hier wohl weiter. Was ist das denn? Ein Schuppen. Ich würde gerne mal in diesen Schuppen hineinschauen. Na, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Okay, sollen wir echt hier runter? Leute, was haltet ihr davon? Ja, ich glaube schon. Na, kommt. Deckung! Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Hui. Wo da hinten? Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Natürlich. Aber ich würde sagen, den Scharfschützen knöpfen wir uns beim nächsten Mal vor. Also bis denn, euer Smurlock. Bye, bye!